Flexible Arbeitszeitmodelle und Zeitwertkonten machen Unternehmen attraktiv. So können sich Arbeitnehmer durch Einbringungen von Resturlaub oder Überstunden ein Wertguthaben aufbauen. Das hat Vorteile für beide Seiten. Auf der einen Seite erwartet der Arbeitgeber eine Flexibilität seiner Arbeitnehmer, natürlich geschuldet dem Marktumfeld. Auf der anderen Seite wird durch die Einführung des Arbeitszeitkontenmodells dem Arbeitnehmer auch diese Flexibilität gegeben. Da zählt natürlich immer der Ausgleich zwischen Beruf und Familie. Es kommen Themen auf den Tisch, insbesondere in der Zukunft, Pflege, nahe Angehöriger, Weiterbildung, vielleicht mal ein Sabbatical, 2 Monate raus. Alles das ist damit möglich. Der Arbeitgeber verwaltet die Wertguthaben. Für den Werterhalt gibt es darüber hinaus Sicherheiten. Da kommen wir als DK Bank ins Spiel. Wir garantieren, dass dieses Erhalt auch stattfindet gegenüber dem Arbeitgeber in der Form, dass wir Garantiefonds einsetzen. Und bei Problemen greift ein Treuhandmodell. Wir führen die Steuern ab, wir führen die Sozialversicherungsbeiträge ab und bezahlen den Rest an den Arbeitnehmer aus. Und somit ist jederzeit gesichert, dass die Gelder, die mal eingebracht sind, im Insolvenzfall auch dem zustehen, der sie eingebracht hat, dem Arbeitnehmer. Mehr zum Thema Wertguthaben am 22. Mai auf der Unternehmerkonferenz in Nürnberg. Jetzt anmelden. Unternehmerkonferenz.de